Und dann vielleicht so rüber. Jetzt muss ich. Habe ich keinen Bruchstein mehr. Muss ich mal kurz Bruchstein holen. Na komm. So. Also ich weiß jetzt schon. Das Ding, was hier gerade läuft, das wird es nachher gleich aus der Playlist fliegen, weil das geht mal gar nicht. Das passt überhaupt nicht dazu. Wie viel Erde habe ich? Na, mehr als genug. Bauen wir das mal hier kurz hoch. Weg mit dir. So, wartet mal kurz. Das nervt mich jetzt gerade wie solche. Besser. Okay, das hier war, glaube ich, Soapstone, genau. Das war Soapstone. Cobblestone. Muss ich mal kurz holen, damit wir hier das Loch ausbessern können. Die Frage ist nur, wo habe ich den wieder hingefeuert? Müsste der hier sein. Jawohl, das war der richtige. Und ich muss hier sowieso noch immer kurz was in die Kiste reinfeuern. Und zwar, dich brauche ich hier gar nicht. Dieses eine Fichtenbrett auch nicht. Die Barriere, na egal. So, lassen wir den Speckstein rein. Du kommst hier und du hier. So, und jetzt brauche ich dann noch ein paar schöne also, ein paar Treppenstufen und ein paar Leaves und ich denke, die Sache sieht ganz gut aus. Mann, ich wollte B. Kann mich gerade noch nicht überzeugen, aber es sind auch erst ein paar da. Außerdem muss ich jetzt mal von innen rein. Ich muss noch Fenster reinbauen. Ohne Fenster. Ich glaube, die werden wichtig werden. So rein zwecks der Optik. So. Ich denke, hier kann ich zwei reinmachen. So und so.
Wie weit bin ich hier weg? 2, 1 vom Rand. Das wäre dann hier. Oder mache ich einfach ein großes Fenster rein? Ich muss es von außen sehen. Warum sind das? Hier ist es 1 und da sind es 2. Das stimmt allein schon optisch nicht. Warum? Was ist hier das Problem? Na gut, dann versetze ich halt die ganze Wand nach hinten um 1. Nee, das stimmt doch gar nicht. Mir sind es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hm, auch 4? Doch, da stimmt es ja doch. Na, wenn es so ist und wenn es dann doch passt. Nee, passt nicht. Wie geht's noch? Nach der Wand 1 weiter rein. Und hier ist einfach straight gleich die Wand. Also doch richtig gesehen, dass das nicht passt. Oh, es klingt nach Echoes of Time. Übrigens ein sehr geiles Lied, falls man das so sagen darf. Das war der falsche. Den brauchen wir jetzt. Jetzt müssen wir das hier mal ein bisschen redesignen. Schließlich wollen wir doch, dass das hier gut aussieht. Oder nicht? Wir verschieben einfach die ganze Wand nach hinten. Und zwar exakt um einen ganzen Block. So, das ist der Ursprungsblock. Also setzen wir hier an. Und dann müssen wir so lang. Fenster 1. Ne, hier hätten wir lang gemusst. Manchmal bin ich echt bescheuert. Heute ist wieder so ein Tag.
So, jetzt stimmt's aber. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und das kommt jetzt hier auch weg, weil das ist jetzt hier falsch. So. Hier stimmt doch irgendwas von der Breite nicht. Hier sind 1, 2, 3. Achso, deswegen. Hier muss ja noch ein Ding hin. Das kommt hier mal raus. Der kommt hier auch mal raus. Der ist schon eins breiter als der hier. 1, 2, 3. Jetzt muss hier alles seine logische Richtung haben hier, sonst kriege ich ja Krämpfe im Kopf. Genau, jetzt stimmt's. So lange wie gestern, ich denke, ich werde auch wieder so um die 2,5 Stunden machen. So, ja, ich denke wieder bis 3 ungefähr wird's werden, also mit Sicherheit. Die beiden Slabs wieder rein. Slabs sage ich schon, die beiden Stufen. Da dann dicht drauf und oben drauf wieder den hier. Jetzt muss natürlich hier unten das erstmal wieder ausgefixt werden, aber das ist kein Problem. Vielleicht sollten wir erstmal das richtige Werkzeug benutzen. Hier muss dann drauf Eichenholzbretter. So, dann schauen wir mal an, wie das und hier müssen übrigens auch Eichenholzbretter rein. Wie das Ganze dann von außen aussieht, das muss jetzt natürlich hier noch entsprechend umgebaut werden. So, hier muss noch ein. Na, das war natürlich der falsche. Da gehört ja nochmal der Bruchstein hin, das muss weg. So, und dann hier den mal so hochziehen. Das stimmt. Ich bin nicht heute. Also irgendwas stimmt heute nicht mit mir. Na komm, lass mich rein. Das ist doch eins und dann die Mauer. Jetzt hat. Jetzt stimmt es zumindest optisch. Den Rest muss ich dann nachher wohl noch entsprechend anpassen. So, da müssen jetzt dann noch die Fenster rein. Jetzt muss ich mir erstmal hier mal mich noch mal kurz hochhangeln. So. Und dann wieder runterhangeln. Das ist eine sehr löchrige Angelegenheit hier. Kurzfristig mal, bevor ich das in Angriff nehme, das in der richtigen. So, hier oben brauche ich dann noch zwei Fenster. Das ist dann. Ach, ich gehe einfach mal rauf und dann hätte ich den Eingang eigentlich hier lassen können. Schließlich sind wir gerade unter uns sozusagen. Scheiße. Entschuldigung.
Hier muss das Fenster rein. Mit der Spitzhacke bitte. Das sieht gut aus. So, das andere Fenster dann hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das andere Fenster wäre dann theoretisch oder müsste zumindest da sein. Ja, exakt da, wo es hin sollte. So, jetzt muss hier noch die ganze Erde wieder weg. Muss mal gegen richtiges Gemäuer hier ersetzen. So, ich denke, wenn wir damit einigermaßen durch sind, dann dürfte das ganz gut aussehen. Immer schön alles wegrufen hier. Stimmt ja gar nicht, da darf gar keiner hin. Und der dürfte ja eigentlich auch nicht sein. War jetzt nicht so klug von mir. Nein. Aber das stimmt doch. Irgendwas nicht. Es soll nur sein, dass diese Wand hier nach innen rein wegfällt, oder? Ja. Ups.
Wie bricht man sich die Beine? Exakt auf diese Art und Weise. Was ist denn das hier eigentlich für ein... Okay, dieses Holz kenne ich gar nicht. Habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Oder ich lasse hier die Erde. Ich glaube, ich lasse hier die Erde. Dann sieht es aus, als hätten wir das trotzdem da noch in den Berg reingebaut. Nein, der komplett falsche Stein. Warum? Ich glaube, das kann ich nur wieder mit Kaktusblöcken machen. Kurz was testen wir jetzt. So, ich habe jetzt aber nur einen da. Ups. Ich nehme mal noch einen Kaktuszaun mit. Ich brauche ganz schön viele. Schauen wir mal, ich müsste noch irgendwo welche haben, hoffe ich. Ja, mein Problem ist, wie ich auf den Namen Wardash gekommen bin. Oh mein Gott, das war mittlerweile, glaube ich, vor 12 Jahren. Da habe ich damals angefangen. Ach, das ist ein normaler Zaun. Ich habe damals angefangen, WoW zu spielen und brauchte einen Namen. Und boah, so bin ich auf den Namen damals gekommen. Habe überlegt und ich habe früher sehr viel programmiert. Und daher der Name. Daher das VAR für Variablen. Und programmiert habe ich unter Linux. Da gibt es eine Oberfläche, also eine bei Windows nennt man es PowerShell. Unter Linux heißt es, gibt es ein Ding, das heißt Dash, D-A-S-H, und so ist dann Wardash entstanden. Oh, ich habe doch noch Eichenholz.
So, und Kartenblöcke brauche ich auch mal. So, dann brauche ich die Barriere des Zimmermanns, das und Sticks. Sticks habe ich so gut wie keine mehr. Dann machen wir mal ganz kurz eben welche. Ich sollte mal das hier wegmachen. Was mache ich denn hier? Sticks. Zack. Okay, das sollte reichen. Habe ich hier nicht gerade noch Karpnersblöcke rausgeholt? Ach doch, hier. So, das sollte erstmal reichen. Falsche Etage. Also das Lied wird auch aus der Playlist fliegen. Das klingt ja scheußlich. Draußen wird es dunkel, das ist doof, da sehe ich nichts, was ich baue. Ja, gestern, glaube ich, hast du schon mal erwähnt, Nico. Und ich bedanke mich herzlich dafür, aber jetzt muss ich hier mal kurz dieses nervige Lied hier aus der Playlist schmeißen. Hi, Wanderer. So, erstmal jetzt zurück zum Spiel. So, ein bisschen die Playlist auch mal gerade aufgeräumt, weil da zu viel Kram drin ist, der mich gerade in den Wahnsinn getrieben hat. Das reicht erstmal. Hä? Lass mich raus, du böse Tür. So. Mal zwei nebeneinander. Jeweils. Und dann schauen wir mal, dass wir. Da habe ich. Wie ich mich kenne. Ja. Ich hasse mich. Jede Mal keinen Karten, das habe ich denn dabei. Habe ich ein Stecken? Ja, habe ich. Hämmerchen. Und dann schauen wir mal, wenn wir uns da so eine Art Säule, so eine Art Stützsäule nach oben zimmern. Ich denke mal irgendwie so vielleicht. Oder doch die Dicke. Die Dicke hat auch was. Ups, das war eins zu weit. Und schauen wir mal, wenn wir das mal mit. Du hast mich abonniert, das ist lieb von dir, dankeschön. Kann man das als Stützsäule so lassen? Ich finde schon, oder? Das hat schon irgendwie ein bisschen Style. Schauen wir mal, vielleicht mit anderen. Okay, das hat keinen Style. Das sieht aus, als hätte man eine Leiter nach oben gebaut fürs Fensterlen. Weiß nicht, ob ich das ein Begriff ist, Fensterlen. Nee, auch nicht. Ich denke, so kann man das machen.